Tja, und wir machen auch gleich weiter bei dem, wo wir aufgehört haben bei Skyrim. Moment. Lasst mich nachdenken. Und den Kaiser rein. Boah, ist das Schwert schwer. So. Na komm. Zack. Bam. So. Rennen kann man also nicht. Und bam. 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 Dass die Bogenschützen sogar so ein schweres Schwert haben. So, gut. Vielleicht sollten wir auch ein Bogending nehmen. Ein Eisenpfeil. Und einen Langbogen. Nehmen wir einfach mal mit, schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Scheint mir nach Höhlen, hä? Naja, also, ja, Skyrim habe ich jetzt nun mal, also, probiert, oder will es probieren, so ein bisschen zu spielen. Naja, das ist halt ein Spiel von 2011, es ist halt nicht so der Wahnsinn, aber, ich will es halt ein bisschen spielen, ein bisschen schauen, weil so viele gesagt haben, das wäre ein Rollenspiel Wahnsinns und so, also müssen wir mal gucken. Na los, wir gehen. Dieser Weg führt nirgendwo. Dachte ich mir irgendwie auch. Ich hasse es, wenn die Dinger so lahm sind. Oh. Es erinnert mich alles an Tubals. Da gab es auch so Spinnen, so Giftspinnen und alles. Ihr seid so gut wie tot. Ah, lecker. Das wäre das. Was kommt denn jetzt noch? Riesenschlangen? Das wär's. So, schauen wir mal. Ah, wohin? Wo ist er denn? Jetzt ist er wieder zu schnell oder was? Achso, nee, da lang. Okay. Ist okay. Upsala. Zu spät. Bogen. Ich wüsste mal gerne, wie man sowas machen könnte. Karte. Okay. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt mal meinen Bogen. Okay. Probieren wir es mal. Boah, komm. Jawohl. Sehr gut. Jetzt nehme ich mal wieder lieber mal meinen Eisenzweihänder. Der ist, glaube ich, besser. Verkämpfen. Taschendiebstahl geht nicht, oh Mann. Ich dachte schon. Aber das geht ja leider nicht.
Ich dachte, das Spiel wäre ein Open World Game. Warum rennen die dann dauernd diesen Typen hinterher? Naja, ich würde mich halt ziemlich freuen, ein bisschen frei spielen zu können. Nur durch die Unterzeichnung des Weißgold-Kon-Kon- Oh Mann, schon weg. Hä, was macht der? Ach Fest. so. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Sicher. Also, ich habe jetzt gerade im Moment ein Cut reingesetzt, wenn mich das jetzt genervt hat. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten. Ja, auf jeden Fall habe ich den Typen gehauen. Und der hat es gar nicht gewollt, aus Versehen. Also ich habe einfach mal hier auf gut Glück, zack, das Messer her. Und dann, bäm, ihn seins übergebraten. Und das hat ihm dann so richtig gar nicht gefallen. Und dann hat er mich verfolgt und dann bin ich in ein Dorf angekommen und ja. Das war dann doch nicht so gut, deswegen habe ich jetzt auf diesen Cut gesetzt. Eieiei. Das hat mich genervt jetzt. Ja, so, jetzt rennen wir mal. Ich habe herausgefunden, dass man mit Alt rennen kann. Wahnsinn, ne? Und dass hier eine Abkürzung ist, wenn man hier lang geht. Glutsplittermine entdeckt. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Oh, fuck. Ausbruch ausgesucht. Na komm. Zack. Bäm. Oh. Wir sind ja brutal hier. So, mit dem man die durchsuchen. Gold ist sehr gut, Wein ist auch gut. Pelzrüstung ist nicht so. Ist alles nicht so. Okay, was bringt mir jetzt hier die Mine? Wahrscheinlich sollte ich da noch gar nicht rein. Weil ich keine Ahnung davon habe, was eine Glutsplittermine ist. Ah, okay. Nee. Also, wer weiß, was das ist? Das ist mir bitte in die Kommentare schreiben, weil ich habe keine Ahnung. Gut. Naja. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt ja schon ein bisschen Skyrim gespielt. So stark bespricht mir das auch das Spiel nicht so an. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, dass alle geschrieben haben, das wäre das geilste Rollenspiel ever. Ich bin natürlich noch gar nicht weit, ist klar. Ich kann darüber noch so nicht so urteilen. Ich werde ja natürlich auch noch so ein bisschen weiterspielen. Und ja. Morgen kommt aber schon die Beta raus. Also die Beta mehr oder weniger für das Spiel der Elder Scrolls Online. Und da wird dann getestet bis zum Sonntag und dann ist schon wieder vorbei. Deswegen, ja. Werde ich das mal testen ein bisschen. Ich darf euch natürlich davon noch nicht wirklich berichten. Ich kann euch nur sagen, ob es gut oder schlecht ist. Aber ja, ich denke mal, es wird schon ganz gut werden. Also, da kann man ja dann mit Freunden spielen und so. Ob ich das dann generell länger spielen werde, werde ich dann noch überlegen. Und alles. Seid ihr etwa beurlaubt? Ich Muss schaue mal aus den gucken. Knochen. Was ist denn mit euch passiert? Hier in Flusswald. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Also das da nehmen wir, das da nehmen wir. Das da nehmen wir, das da nehmen wir, das da nehmen wir. So. Okay, jetzt haben wir alles. Haha. Was? Ein Drache? In Helden? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Okay. Ein Drache. Hier in Hindersheim. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. So ist es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden.
Okay. Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Okay, Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ach, ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ach so, war's in Schuhe jetzt auch. Okay, gut. Kommt herein. So. Euch etwas zu essen. Dann könnt ihr uns erzählen, was passiert ist. Okay, ich kann noch nichts machen, wie es scheint. Okay. Na, habe ich auch noch nichts. Oder? Hatte ich da gerade was? Leder, ja. Naja, okay. Stehlen, Stahl. Haha. Stehle. Haha. Schleifstein. Okay, was tue ich jetzt Schleifsteinen? Das hier. Was bringt mir der hier? Gewicht ist 13. Ja, wir machen das hier. Ja. Stahldolch. Erfordert Stahlbein. Ah, okay. Gut. Passt, wir können gehen. Ach so, ich bin jetzt hier alleine, ja. Okay. Mehr Info gibt es dann im nächsten Let's Play und dann schauen wir mal auch, wie es weitergeht. Ich weiß so nicht, wie das hier weitergehen soll und alles. Aber schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.